Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Im letzten Part haben wir uns ja den Alchi geholt und in diesem Part werden wir uns diese vier Fragezeichen auf der Karte anschauen plus diese eine Miasma-Wurzel machen. Jo, und in diesem Sinne, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so viel. Let's go! Was ich jetzt aber zuallererst noch machen möchte, bevor wir losdüsen, ihr habt gesagt, mit Rechtsklick auf Ausrüsten. Das habe ich jetzt gemacht und... Aha, jetzt ist er in der zweiten Leiste dort auf Q. Ah ja, das ist interessant. Das heißt, ich kann ihn über die erste Leiste quasi aufnehmen. Und wenn ich in der zweiten Leiste bin, dass ich dann schnell Q drücke und quasi den Bogen auch bereit habe. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und da ja die ganzen Taschen schon wieder voll sind, müssen wir die jetzt natürlich erstmal wieder leeren, bevor wir losgehen. Gucken wir mal. Ach so, ja. Ein paar Pfeile zu craften wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das müssen wir mal gucken, ob das irgendwie noch geht vielleicht. Genau, hier ist ja die Metallkiste. Ist da noch irgendwas Metallisches? Nö. Dann gehen wir weiter zur Tierkiste. Können wir dann das hier alles reinpacken und ich packe jetzt auch einfach mal das Essen kurz rein. Pflanzenfasern waren auch hier drin, obwohl die eigentlich, ja, könnten sie auch zum Holz rein. Das ist immer so ein Ding, wo ich immer nicht weiß, wo ich es hinpacken soll. Aber das ist in jedem Spiel so. Wasser. Oha, schaut mal, wie viel Wasser wir haben. Okay, dann kann ich das jetzt einfach mal löschen. Dano, gehen wir hier hin. Erstmal Überlebenstrank, Mana-Trank und das Elixier. Die beiden Zauber lasse ich mal da. Genau, ich habe nämlich gar nicht mehr so viele Pfeile. Was hatten wir denn jetzt hier noch? Hier kommen Bücher und die Runen rein und jetzt auch der Zauberstab. Dann nehme ich den Heilungsstrom jetzt mal mit und auch den Feuerball. Ich werde zwar bei Magier bleiben, Quatsch, was heißt Magier, beim Bogenschützen bleiben, aber wenn ich jetzt doch mich mal irgendwie heilen muss und ich habe keine Tränke mehr oder so, dann glaube ich, ist es schon gar nicht verkehrt, einfach auch diesen Stab dabei zu haben. So, dann brauchen wir ja erstmal Schrott und Äste für die Pfeile. Hallo Jägerin. Hey. Kannst du mir bitte Pfeile machen? Okay, ja gut, da haben wir jetzt zumindest schon mal wieder 100. Muss ich vielleicht irgendwann mal losgehen und einfach noch ein paar Äste farmen? Und, nee, Quatsch, ich kenne mich schon in meinen eigenen Kisten nicht mehr aus. Gut, das sind Feuersteinpfeile. Ja, die machen halt 2 weniger Schaden als die Schrottpfeile. Okay, also ich habe den Bogen ausgerüstet, wie ihr gesagt habt. Dann habt ihr mir bestimmt noch ganz viele andere Sachen geschrieben, die ich gerade schon wieder vergessen habe. Wir gehen kurz reparieren. Und denn, na, letzte dich mal, habe ich ja gesagt, möchte ich den Elixierbrunnen machen und diese 4 Dinger hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt alles in einem Part jetzt wieder schaffen. Deswegen machen wir natürlich den Elixierbrunnen jetzt mal zuerst. Dann kann ich nämlich auch den Doppelsprung skillen. Wir müssen, glaube ich, in diese Richtung. Deswegen, nein, oh mein Gott. Das kann ja auch wieder nur mir passieren. Wie kann man eigentlich nur so dermaßen blöd sein, ey. Ja, ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich wieder einen Ast gerade. Ich mir ja selber auch. Trotzdem, manchmal, naja. So, wir müssen in die Richtung. Und die Wurzel müsste ja dann direkt irgendwo da unten sein. Lass noch mal gucken. Nein, sie ist tatsächlich... Hier, wenn hier diese Dings ist, dann eher dort. Also ich fliege jetzt einfach mal... Dahin, Standort unten. Dann düsen wir doch mal runter im Sturzflug. Gucken, was jetzt da wieder auf uns zukommt. Wahrscheinlich wieder tausende Gegner. Sieht zumindest so aus. Hui. Na, ist euch schwindelig geworden? Haha, mir nicht. Also, ihr habt auch geschrieben. Ach so, ja, seht, jetzt habe ich es wieder verplant mit dem Kuh. Ihr habt auch geschrieben, oder einer von euch, dass ich doch zuerst die Wurzel machen sollte und dann quasi hier
mich in Ruhe umschauen soll, um zu looten. Das machen wir jetzt auch mal, aber ich mache jetzt erst die Hi-Hi's hier weg. Weil die nerven. Ah, da sind die Käfer. Jetzt fällt mir der nächste Tipp ein, den ihr geschrieben habt, die Dinger mit der Axt wegzumachen. Oh ja, das geht auf jeden Fall schneller. Danke dafür. Und dann gehen wir hoch, aber zuerst holen wir uns natürlich die Flamme und springen runter. Zumindest so ein bisschen. Okay. Kann ich denn die Wurzel von hier schon irgendwie sehen? Irgendwie nicht. Doch, da hinten ist sie. Ist nur die Frage, ob ich es schaffe, darüber zu fliegen. Und ich glaube fast nicht. Wo ist jetzt Q da? Deswegen werden wir jetzt im Eiltempo dann kurz zur Wurzel gehen, danach uns alles angucken. Wo ist das Nest? Da hinten. Das können wir erstmal so umhauen. Sind ja auch ganz viele, die hier immer kommen. Und schnell die Eggs. So, und weg ist das Ding. Und da ist aber jetzt halt so einer. Der wieder ein rostiges Kurzschwert dabei hat. Was uns aber nichts nützt. Gut, wir haben gesagt, weiter zur Wurzel. Nicht beirren lassen. Hier ist wieder so ein Nest. Ja, einmal mit der Axt kaputt gehauen. Ja, was willst du denn jetzt hier? Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste, die können wir mal kurz mitnehmen. Mit einem Jägerbogen. Aber ich glaube nach wie vor, dass meiner besser ist. So, jetzt ist die Frage. Was meint ihr? Schaffe ich es darüber? Oder tue ich es nicht? Sollen wir es einfach mal ausprobieren? Komm, let's go. Oh. Naja, das war jetzt gar nicht so schlecht. Machen wir die hier kurz alle platt. Ja, hast du dir so gedacht, ne? So, ist da jetzt noch wer? Ja, die hier. Nehmen wir kurz die Axt, machen das hier weg. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und dann auf zur Wurzel. Mann, wo kommt er denn jetzt her? Ich schwöre immer diese Unterbrechungen. Irgendwelchen Dummen hier. Zu dich. Und der Nächste. Und der Nächste. So, habe ich jetzt meine Ruhe hier? Nee, da ist schon wieder irgendeiner. Aber die Wurzel ist wenigstens kaputt. So. Jetzt sind wir nämlich auch aus dem Miasma raus. Heilen wir uns mal kurz. Und ich habe schon wieder vergessen zu essen. Das hat sich gereimt. Und da hinten rennt ja auch noch einer rum. Aber noch ein Pilz davor snacken. Wo auch immer der jetzt hingerannt ist. Egal, wir durchsuchen hier. Gucken, was es so gibt. Es ist zufällig schon wieder dunkel draußen. Ein Federkolben hat der. Was ist denn das? Ach, eine Nahkampfwaffe. Muss ich mir da mal genauer ansehen. Was ist denn das hier? Ist das so ein Käferding? Quatsch, Kuh. Jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ihr habt gesagt, höher zielen. Ist das jetzt auf Kopf? Nee, ich glaube schon. Oh, und jetzt bin ich Stufe 5. Da fällt mir ein. Charakter. Nee, Fähigkeiten. Doppelsprung, freischalten. Und ich habe sogar noch 3 weitere. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist die Frage, soll ich die weiter jetzt hier reinstecken? Inneres Feuer wird um 2 Minuten erhöht, wodurch du länger erkunden kannst. Erhöht deine Stärke um 1, das habe ich ja schon und das auch.
Gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich hier nochmal einmal Stärke mitnehmen, weil ich ja doch auch relativ oft noch Nahkampf betreibe und einfach hier nochmal den Konditionspunkt holen. Genau. Hier könnte ich aber auch nochmal Stärke um 1. Machen wir das auch. Okay, dann haben wir das erledigt. Habe ich eine Fackel dabei? Nö, die habe ich natürlich jetzt wieder nicht dabei. Das ist natürlich belastend. Ach, diese Brutlingsbeine oder wie die heißen. Kann ich mir vielleicht eine herstellen? Ich glaube nicht, gell? Fackel, Äste und Pflanzenfaser. Ja, doof gelaufen. So, hier oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Wenn ich das richtig sehe. Jawohl, und sogar so eine schöne goldene. Hirte des Donners, Fernkampfwaffe. Also auch wieder ein Magierstab. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann habe ich die zumindest schon mal nicht übersehen. Hier ist nochmal so ein... Ist das jetzt Licht oder ist das so ein Käferding? Ich mache es einfach kaputt. Da oben ist auch nochmal so ein Lichtding. Hier geht's durch. Da hinten ist das rote Zeugsel. Kann man hier hoch? Hier kann man auch hoch. Tja, ist immer so die Frage, wo gehe ich jetzt lang? Also ich glaube, ich finde es tatsächlich chilliger. Achso, Moment. Ah, musste ich jetzt auch mal kurz ausprobieren. Ich finde es, glaube ich, schon chilliger, wenn man runterkommt und dann instant auch sich die Sachen anschaut. Aber ich verstehe natürlich auch wieder den Aspekt dahinter, dass ihr sagt, mach erst die Wurzel, dann hast du kein Miasma mehr. Ist immer so eine schwierige Sache. Oh, das ist ein Fass und keine Truhe. Quatsch, komm. Das war eine fette Party. Beim Soffen gestorben. Ach, hier habe ich wieder Miasma. Na gut. Geh kaputt, ich möchte deine Knochen. Und was ist hier? Nix. Und da auch nicht. Was geht hier? Da kann man was durchsuchen. Okay. Ja, von hier. Was ist das für ein rotes Ding? Für eine rote Linie, könnt ihr die sehen? Das ist wahrscheinlich ein Bug, oder? Hier waren wir ja schon, sonst wären doch da diese Brutlingsbeine nicht gelegen. Von wo sind wir denn gekommen? Oh, ja, apropos. Wir machen jetzt alle mit der Axt kaputt. Oh, nein, weiter vor. Und du auch. Obwohl du so ein Feini bist und mich nicht angreifst. Warum macht er nichts? Tja. Mache ich wieder die Spitzhacki. Aber hier ist eben nur dieses Zell. Und so richtig krasse Sachen kann man hier auch nicht plündern. Jetzt habe ich mich eingegraben. Gut, gut. Was ist hier? Achso, stimmt. Irgendjemand hat auch gesagt, dass in den Vasen, die geöffnet sind, nichts drinne wäre. Da muss man halt auch erstmal wieder immer dran denken. Genau, hier müssen wir hoch. Aber, Moment, hier kann ich noch was looten. Aber eigentlich bin ich hier fertig und möchte gar nicht hoch. Deswegen gehe ich jetzt zu Hochweidenwarte, damit wir quasi rüberreisen können. Und schon wieder eine Viertelstunde verbracht. Die Zeit vergeht einfach so überschnell. Hier muss ich lang, richtig? Ja. Genau, und hier ist dieser Hof. Lass mich nochmal kurz gucken. Das müsste der hier sein. Dann düsen wir jetzt da mal hin. Huch. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, dass ich auch doppelt springen kann.
Standort unten, ja, weil ich das noch markiert habe. Das löschen wir mal schnell. Und dann geht's einmal ab. Und zwar gleich mal hier auf den Hügel, dann fangen wir hier mit den Häusern einfach mal an. Super, das können wir gleich sammeln. Haben wir wieder Pflanzenfaser. Oh, ist das Gemüse? That's nice. Nehmen wir alles mit. Tomatensetzling, geil. Und ganz viele Pilzis. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Okay. Oh nein, Rucksack voll. Schild löschen. Schild löschen. Jägerbogen 10 Kraft. Was hat meiner 14 Kraft? Ich habe doch aber dann noch einen. Na, der wird zerlegt. Ein Feuerstein kann ich löschen, kann ich abbauen. Warte mal, habe ich gerade... Ah ja, ich habe es mir doch gedacht. Kampfmucke. Lass mich doch mal kurz in Ruhe, wenn ich hier am Aussortieren bin. Löschen. Federkolben. 14 Schaden. Was hat er? 16. Ja, bringt mir auch nicht so viel. Dann löschen wir das doch zumindest mal. Und den Rest behalten wir. Okidoki, fangen wir mit dem kleineren Häuschen hier an. Hier ist ein Schäfchen. Kuckuck, spielst du mit mir Verstecken? Wasser, ja, das brauchen wir ganz dringend. Oh, oh, das war wieder aus Versehen, aber cool. Das heißt, was ist da? Eine Kiste mit Feuersteinpfeilen. Kann man immer gebrauchen. Ist da irgendwas oben? Nope. Dann machen wir hier Kaputschko. Ja, schließ es. Und, oh, das macht mich echt immer verrückt hier mit diesem... Müsste ich mir vielleicht auch mal auf eine andere Taste legen. Oder wäre das doof? Hier haben wir Bienen, aber auf die habe ich keinen Bock. Sonst ärgern sie mich wieder. Dann gehen wir in dieses Häuschen. Ah, kann ich eigentlich schon eine Fackel machen? Nein, weil mir Äste fehlen. Okay, na, dann ist wurscht. Da drin sieht es zumindest aus, als würde irgendwas leuchten. Was ist das hier für ein Kamerad? Ich habe so die Befürchtung, dass hier irgendwas drin ist. Und jetzt... Ah ja, da hat gerade irgendwas... Oha. Was für aggressive Waffe. Habe ich jetzt noch irgendeinen Zauberstab dabei? Macht zufällig der hier Licht? Nee. Macht zufällig der hier Licht? Oh no. Mensch, das ist jetzt wieder blöd. Ja, es ist ja auch stockfinstere Nacht. Eieiei, wie ich das hasse, die Nacht. Jetzt sind wenigstens die Ratten, die ein bisschen Licht spenden. Komme ich da zufällig raus? Nee. Ich probiere es nochmal. Ah ja, doch. Also, easy. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, das kann man ja öffnen. Und hier ist was zu lesen. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Bettchen. Ich sehe nur nichts. Hier ist die Treppe. Treppe ist eigentlich immer gut. Sorry Leute, dass es für euch jetzt auch gerade so dunkel ist. Schlafen. Yeah. Perfekto. Hat der Hähn schon gekräht? Hat der Hahn schon gekräht? Ich glaube ja. Oh ja, sehr schön. Erstmal raus aus der Dunkelheit. Kriege ich jetzt Äste, wenn ich den Baum hier abfälle? Wahrscheinlich nicht, oder? Da muss ich doch eigentlich die kleinen Dinger für
Gibt's hier welche? Nee. Hier sind nur diese Bärendinger. Ah, die haben mir aber Äste gegeben. Oh. Jetzt habe ich den Honig doch gelootet. Sehr schön. Aber Leute, ich glaube, es hilft tatsächlich nichts. Ich muss kurz nach Hause und meinen blöden Rucksack leeren. Es hilft ja nichts. Und hier habe ich doch bestimmt auch eventuell vielleicht sogar noch eine Fackel. Maybe, maybe. Okay, Pflanzenfaser, Knochen. Jetzt haben natürlich die zwei keinen Platz mehr. Dann tue ich die Pflanzenfasern einfach mal zum Ding. Das sind auch diese Brutlingsbeine. Nehmen wir da hin. Ich mag das, wenn es sortiert ist. Hat man irgendwie immer so ein bisschen Überblick. Aber jetzt bräuchte ich dann theoretisch ja auch noch eine Kiste für Essen. Hm, belastend. Wartet mal. War nicht hier? Genau, hier war das Myzel. Hat auch schon wieder keinen Platz. Ich lösche es. Das kann hier rein. Hier können noch die Runen rein. Die Zauber wollte ich hier einfach mal behalten. Das Wasser können wir löschen. Das Kurzschwert können wir zerlegen. Wurzelstab 20 und 14. Dann tun wir den auch zerlegen und den dahin dafür. Dann können wir doch halt hier weich. Wo ist denn die Miasma-Flüssigkeit? Wo habe ich denn die hin? Na. Da. Genau. Und das hier kommt noch zum Holz. Jetzt habe ich noch den Pilz und den... Jetzt will ich doch mal ganz kurz gucken, bevor wir weitergehen. Ob ich mir irgendwie... Ach so, nee, kann ich nicht. Habe ich hier schon geschaut. Ich wollte jetzt gucken nach einem größeren Rucksack oder so. Das geht aber noch nicht. Dann einmal reparieren. Haben wir hier noch Platz? Ja, dann tun wir halt dabei das Essen hier rein. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Und den Beschwörungsstab, den brauchen wir ja auch gerade nicht. Haben wir hier nämlich noch ein bisschen Ding. Das kann dahin, das kommt hier mit hoch. Und der Wurzelstab auch. Dann haben wir hier noch zwei freie Plätze. Da ziehe ich jetzt einfach mal das rein. Gut. Dann düsen wir wieder kurz zur Hochweidenwarte und gehen zurück zu da, wo wir gekommen sind. Wo fliegt... Oh, ich... Und Leute, das habe ich jetzt vergessen. Ihr wisst es ganz genau und ich auch. Es ist die Fackel. Wunderbar. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb manchmal. Landen wir im Dreck. Juhu. Ja gut, okay. Egal. Also, wir waren im Haus und da gehen wir jetzt auch hin. Hier können wir was looten. Was ist hier denn schönes alles? Hier haben wir wieder so einen, der hier am Pennen ist. Was gibt es hier unten noch? Wieder einer. Gib mir deinen Knochen. Kann ich das zerstören? Ja. Davon konnte ich jetzt nur keine Bücher sammeln. Oder doch, klar. Zerstören wir hier alles und sammeln. Kommt irgendwas raus? Jawohl. Dann gehen wir hier, bevor ich lese, alles kaputt hauen. Das ist auch eine schöne Feuerstelle. So, dann... Achso, nee, erst noch das. Da war Garn und jetzt lesen wir wieder eine Runde. Ich habe ihn tief vergraben. Gestern kamen sie wieder in Scharen. Sonnengegerbte Heiden. Sie verrenken ihre Körper jedes Mal, wenn sie vor ihren Göttern, ihren Idolen, den Erbauern knien, zu viele Mäuler zu stopfen und immer die Hände für Almosen eröffnet.
Ich würde sie ja zurück ins Ödland schicken. Mich halten sie nicht zum Narren. Ich habe meinen Schatz auf meinem eingezäunten Hinterhof bei dem Unterstand vergraben. Dort werden sie ihn nie finden. Nicht unter all dem Schlamm. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Also nicht so hilfreich, wenn man das aufschreibt, sodass es alle lesen können. Würde ich schon mal drüber nachdenken, Junge. Was ist hier? Hier geht's in den Keller. Da dürfte ja jetzt eigentlich niemand sein und hell genug sieht's auch aus. Zumindest hier. Was ist hier? Ich sehe nichts, aber ich glaube, hier ist nichts. Gut. Dann weiter im Text. Oh, das kann man jetzt halt machen. Findet man viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. It's off ins Weekend Feeling. Zahne, Joghurt, la 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 la. Da war's wieder. Ich kann nichts dafür, Leute. Gehst du kaputt? Ja, okay. Dann halt nicht. Wasserstofffetzen, dann können wir doch eigentlich bei der Jägerin auch schon mal ein paar Sachen in Auftrag geben. Das ist ja jetzt eh der letzte Enshrouded-Part für diese Woche. Vielleicht komme ich ja dann tatsächlich dazu, dass ich es übers Wochenende schaffe, auch das zu bauen, was ich bauen wollte. Und dann sind ja auch, dann baue ich auch gleich schon mal diese ganzen Sachen, die halt vorhanden sind, also quasi Trockengestell und alles, was halt der Schmied und so noch brauchen. Und dann können wir ja auch schon mal anfangen, da uns Zeug herzustellen. Hallo, Junge. So. Genau, das ist einfach alles, weil ich weiß nicht, es ist halt wirklich sehr zeitintensiv, auch eben durch dieses ganze Rumgerenne hier und eben die ganzen Sachen zu looten und so. Deswegen ist es halt oft so, dass eine Folge dann so lange geht durch dieses ganze Rumsuchen und gucken, wo ist was, wo ist nichts. Wenn ich das nicht tun würde, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg in einer Folge. Aber da ich das ja tue, bleibt halt sonst nicht so viel Zeit für andere Sachen. Und auch hier ist es jetzt schon wieder so viel. Und ich nehme auch schon wieder 35 Minuten auf. Also denke auch, dass jetzt nach dem Haus hier mal wieder Schluss sein wird. Aber jetzt gucken wir mal. Ich meine, wenn ihr sagt, ja gut, okay, in der Regel wissen wir ja, was du lootest, wo du es lootest und zeig uns halt einfach nur, wenn du irgendwas Besonderes findest, dann kann ich das natürlich auch so machen, dass ich das so zusammenschneide, dass ihr dieses ganze Gefarme hier zum Beispiel nicht sehen müsst. Also, wenn euch das lieber ist, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde halt einfach nur bedeuten, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Wegen mir muss das nicht unbedingt sein. Aber es kann ja sein, dass es vielleicht auch einige von euch freuen würde, wenn wir ein bisschen schneller vorankommen. Juti, dann haben wir hier fertig. Was ist denn hier so? Ach, hier sind diese Dinge, wo man viele Pflanzenfasern rausbekommt. Ja. Ich habe einfach nicht genug Platz in den Taschen. Ich will gar nicht gucken. Ja, schau, noch drei Plätze habe ich frei. Das ist doch doof. Aber es ist geil, dass hier so viel von dem Zeug ist. Geht nicht. Ah. Das ist so auf jeden Fall einfacher, wie die Büsche abzurennen. Nehmen wir mal kurz das hier.
Macht das irgendwas damit? Ja, okay, das geht auch. Wir können ja jetzt noch kurz mal schauen, ob wir diesen Schatz da finden, von dem er gesprochen hat. Hier ist ein Brunnen. Oh, Quatsch, warte mal. Halt. Genau. Da hat er ja gesagt, es liegt vergraben. Irgendwo. Im Schlamm. Hier ist Schlamm. Seriously? Das ist jetzt der vergrabene Schatz? Quest abgeschlossen. Die Saat des Argwohns mit einem Beil. Ja, herzlichen Glühschrumpf. Das war ja jetzt, also so schwer. Ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Ja, Leute. Schauen wir mal noch kurz zur Kapelle. Und dann muss ich den Part auch leider schon wieder beenden. Das ist so nervig. Oh, schaut mal, die Wiese. Sehr hübsch. Kann man die vielleicht... Ah, da kommt ja Blumenerde bei raus. Das ist ja witzig. Süß. Das ist cute. Und hier ist diese Kapelle. Da könnten wir noch was lesen. Und hier ist wieder ein Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Es sei denn, ihr habt einen anderen Wunsch. Ihr könnt mir natürlich auch gern immer schreiben, hey, mach bitte zuerst die Quest oder mach die Quest. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Also wenn ihr da irgendwas sehen möchtet, dann einfach rein damit in die Kommentare. Wir reisen jetzt nach Hause. Ich werde mein Zeug da nochmal aussortieren. Ja, und dann ist eigentlich der Part auch leider schon wieder vorbei. Kommt übrigens gern zu uns ins Discord, da seid ihr herzlich willkommen. Und da könnt ihr alle auf unserem Community-Server spielen und euch austauschen. Wir bauen da wirklich richtig fleißig, es ist echt geil. So, okay, dann haben wir das hier, das kann auch noch da rein. Ich habe so das Gefühl, dass ich bald wieder Kisten brauche. Teer? Ah ne, was ist das? Ach, ein Lagerfeuer. Ja, okay, das brauche ich nicht. Kohle. Dann einmal hier in diese Kiste. Knochen noch. Ach so, ja, ich hätte die Erde auch hier noch mit reinschmeißen können. Getrocknete lila Beeren können wir mal essen. Und das Beil können wir da rein tun. Da muss ich dann auch noch mal aussortieren, was ich jetzt brauche und was nicht. Wobei, das kann ich ja eigentlich gleich machen. So, den haben wir ja doppelt gehabt. Den kann ich also mal löschen. Den Alchemistenring, den lösche ich auch. Wieso kann ich den nicht löschen? Hubala. Wieso kann ich ihn nicht löschen? Naja, never mind. So, da haben wir ja schon gesagt, dass ich den hier lieber möchte. Deswegen wird das jetzt gelöscht. Wurzelstab, Wurzelstab. Den zerlegen wir. Hier haben wir einen Eiskernzauberstab und hier einen Lehrlingszauberstab. Brauche ich eigentlich auch nicht, haben wir gesagt, weil ich bleibe beim Bogenschützen. Das wird sich nicht ändern. Die Unglückskeule. Die macht 30 Schaden und ist legendär. Wo habe ich denn die nochmal her? Ist das ein Einhänder oder ein Zweihänder? Die behalten wir mal im Auge. Das Beil, kunstvoller Bogen, den können wir zerlegen. Und das Beil auch. Dann haben wir nämlich hier wieder ein paar Runen. Und dann passt es. Wasser können wir wieder löschen. Ja, dann bin ich leer. Ich meine, war jetzt nicht so der spannendste Part, bis vielleicht auf den Teil mit der Miasma-Wurzel. Aber solche soll es natürlich auch geben. Und somit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ihr möchtet. Abonniert den Kanal, liked den Kanal, kommentiert den Kanal. Vielen Dank. Adieu.